Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück zur nächsten Folge von Witcher 2. So, wir sind gerade zum Stadttor reingekommen. Guck mal, welches Stadttor das hier war. Das südwestliche Stadttor, wenn man das so möchte. Indem wir hier so ein bisschen im Wald südlich unterwegs waren. Eher ungewollt, aber naja. Und ja, ich würde sagen, diese Folge werden wir uns mal ein bisschen außerhalb des Stadttores umsehen. Und da wollte ich ganz gerne erstmal diesem Pfad hier folgen. Hier war noch eine Falle versteckt im Gebüsch. Arklast haben wir noch ein bisschen. Und hier kommt eine Enteljage. So, neue Questphase, Auftrag Ente jagen. Weiß ich jetzt noch nicht, weil wir dann eine neue Questphase haben. Aber wir können ja mal ins Tagebuch schauen. Wir sollten erstmal mehr Infos bekommen. Entjagen sind wie Schmetterlinge. Gut, sie sind hässlicher. Fliegen können sie auch nicht. Kohl fressen sie schon gar nicht. Vielleicht sind sie doch nicht wie Schmetterlinge, aber Kokons spinnen sie immerhin. Dem Hexer kam die Idee, die Kokons zu zerstören und damit die Königin anzulocken. Wenn er die tötete, war der ganze Schwarm besiegt. Okay, wir sollen also die Entriaga Kokons zerstören. So, wir sammeln ein paar Pflanzen dabei. Schauen uns die Karte an. Okay, hier kommen wir in Richtung Küste. Einen Blick auf ein Schiffchen. Was steht denn da unten? Was ist denn da los? Wir speichern ganz kurz zwischen. Hier ist ein Ort der Nacht. Michael, ja. In der Tat, komm hier runter. Das ist das Schiff, mit dem wir gekommen sind. Ah, okay. Was ist? Blauen Streifen hier, die Einheit der temerischen Soldaten von Roche. Wir kampieren. Der Pfad, an dem wir von den Elfen in den Hinterhalt geraten sind. Oben hat Jorvet auf dem Baum gesessen.
Wir warten hier auf dich. Mach schnell. Achso, die warten, dass ich die Neckarhöhle säubere wahrscheinlich. Das können wir ja jetzt. Okay, hier gibt es einige Buffs. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Wollen wir mal uns der Sache annehmen? Los, ich komme ja nicht überladen raus. Wir haben noch genug Platz. Als es hier Loot gibt, weiß ja nie. Wie viele von denen laufen hier noch? Mal kurz von denen weg. Ein hier nicht herzukommen. Oh oh. War doch. Wow. Ah, der hat mich in den Rücken getroffen. Verdammt. Die hauen aber gut rein, die Nicker, ey. Frankerschein. Ja, ich bin gestorben. Auch gut, dass wir nicht Permadeath haben. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Probieren es mal mit Quen. Als Schutzschild. Ich bin zu alt für sowas. Ich blute. Gott. Ich
wieder mit dir. Ungetüm. Holten sich meine Zeichenpower so lange. So, war's das erstmal. So, Rune, Diamantstab, solides Tuch. Wie hat er das Leder? Kurz speichern. Da höre ich doch schon wieder die nächste. Diese Spur sieht gut aus. Ja, Schrein. Bastardschwert. Ein Bastardschwert? Das ist aber gar nicht so gut. Nicht die Nicker eigentlich blocken, probierbar. Höheres Wissensniveau, Nicker 3 von 3. Nice, weil ich jetzt genug von denen getötet habe wahrscheinlich. Habe ich jetzt was über die Nicker gelernt? Ich denke mal, das Wissen sollte ich mir mal kurz zu Gemüte führen. Neckar. Neckar auf Beute oder Kriegszug werden von Häuptlingen angeführt. Diese sind größer und massiger. Außerdem bemalen sie ihre Gesichter mit roter Tonerde. Häuptlinge haben die Befehlsgewalt und machen aus einer wilden Horde pseudomilitärische Einheiten. Man sollte sie zuerst beseitigen. Bevorzugte Taktik der Neckar ist der Massenangriff. Sie kriechen aus der Erde und stürzen sich im Pulk auf ihre Beute. Primitiv, aber wirksam. Natürlich empfiehlt sich der Gruppenkampfstil, mit dem man mehrere Gegner zugleich treffen kann. Neckar gehören zu den flinken Monstern, ist es also sinnlos, vor ihnen fliehen zu wollen, sie holen einen verlässlich ein. Im Kampf gegen Neckar kann ein Hexer sämtliche Techniken einsetzen. Wirksam sind unter anderem Zeichen, Fallen, Bomben, Gifte, blutsteigernde Öle. Nester von Neckern zerstört man mit Hilfe der Bombe Kartätsche. Hier wurde ein Körper entlang geschleift. So, mal alle Leichen looten hier. Hier sind Erz, Silbererz. Falle kann ich wieder aufheben. Verbrauchte Falle, okay. Kann ich die also wieder flott machen? Falle. Wir müssen hier hinauf.
Ja, die Neckar, was ich das liebste. Wie sagt. Und wieder Blut. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Kein Bock. Die hatten gerade irgendwie keinen Bock. Ich bin nicht hochgekommen, gell? So. Eichhörnchenpfeile. Okay, die liegen zwar hier in der Höhle, aber die wurden nicht von Neckern getötet. Nein, ich bin tatsächlich überlastet, dabei bin ich mit so viel Platz hier reingegangen. Bastardschwert, das ist viel wert und wiegt aber relativ viel. Ich meine. Verschlossen. Das ist bestimmt die Falltür, die in Loredos Garten führt. Ich doch so eine Falltür gesehen, die verschlossen war. Hier brauche ich auf jeden Fall Kartätscher. Kann ich Kartätschen basteln? Habe ich dafür die Rezepte? Nee, leider noch. Muss ich mir bei einem Händler kaufen, das Rezept. Weil sonst kann ich hier die Neckarbauten nicht zerstören. Was hast du gefunden? Zwei Soldaten. Und? Sie wurden ermordet. Sie sind tot, mit Pfeilen gespickt. Davon weiß ich nichts. Na, Hexer, was denkst du? Tja, die beiden wollten vielleicht ein paar Monster in der Höhle jagen. Oder es hat sie jemand hineingelockt. Wer sie erwischt hat, ist jedenfalls klar. Skoyatel. Unsinn! Neckar schießen nun mal nicht mit Pfeil und Bogen. Los, Männer! An den nächsten Ast mit ihr. Nein, ich sag euch alles, aber bitte bringt mich nicht um. Sprich. Ihr müsst euch das selbst ansehen, sonst versteht ihr nicht. Was ansehen?
Die Kuh lügt doch. Wir werden sehen. Führ uns hin. Folgen wir ihr mal. Was eine gute Idee ist, wird sich rausstellen. Verfluchten Eichhörnchen. Danke, Hexer. Hier hast du deinen Lohn. Und du kommst mit uns, du Elfenschlampe. Wärst besser bei Dimitri geblieben, Miststück. Ihr sterbt sowieso alle. Seid verflucht, Deine. Level up. Und wir bekommen noch ein blaues Bergeschwert. Pechbart. Ich bin jetzt überlastet, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich werde jetzt in aller Ruhe zurückschleichen in die Kneipe. Mach mal einen kleinen gemütlichen Spaziergang. Bis dorthin. Ich muss nämlich erstmal was verkaufen und so weiter und so fort. So, wir lesen so lange nochmal im Tagebuch die Quest nach, die wir gerade abgeschlossen haben. Malena. So, wir haben geprüft. Lalala. Steckten Pfeile, sei Eichhörnchen getötet. Wir haben sie begleitet, bei den Klippen in Hinterhalt geraten. Wir haben sie im Alleingang geschlagen, haben so zahlreiche Soldaten gerettet. Malena aber war von den Kerker. Ich weiß zwar nicht, was dort mit ihr geschah, aber doch ich befürchte das Schlimme. Loredo durfte sich für die Verbrechen an seinen Untergebenen bitter gerichten. Sie wusste, worauf sie sich einlässt, die Frau. Ah, wir sind übelst überladen, deswegen will ich jetzt auch nicht anfangen, irgendwas zu droppen. Aber hier vorne ist doch schon der erste. Wenn der Hafen blockiert ist. Entra. Nur zur Übung. Mach schon. Wir brechen auf, sobald der Hexer das Monster erledigt hat. Der Eintopf. So, bevor wir ihn verkaufen, gucken wir erstmal. Beim Einkaufen, was ist da Schönes? Er hat die Rüstung, die wir haben, er hat die Waffen, die wir haben. Runen muss ich dann selber mal gucken. Wenn wir an unserer Truhe sind. Er hat nur Schemas für Handwerkszutaten, okay. Dann blaue Bergeschwert, davon kann ich ein paar verkaufen. Exzellente Kurzschwert können wir ebenso verkaufen.
Zu Öle hätte man noch benutzen können, aber den Necker haben wir ja mit einem Tod aber auch noch so ganz gut hingekriegt. Wir haben sogar zwei Boden hier. Vitalität. Klingt eigentlich gut. Einen Schleifsteig wollen wir mal benutzen, wenn wir ein bisschen Stress haben, dass unser Schwert mehr Damage macht. Ja. Mit dem Mutagen weiß ich jetzt ehrlich gesagt im Moment noch nicht anzufangen. So, das kann man alles erstmal lagern hier, diese ganzen Sachen. So, okay. Wir sind erstmal nicht mehr überladen, das ist das Wichtigste. Wenigstens um. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Gehen wir nochmal in die Taverne. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Buck's aus. Was ist ein Hexer eigentlich? Ich würde ja mal nicht gleich machen. Pass auf den linken Haken. Leute! Ich möchte auf das Lager zugreifen. Lagere mal die Mutagene erstmal ein. Und die Handwerkszutaten lagere ich auch erstmal alle. Was wir für Runen haben, der Erde, der Sonne, des Feuers. Schaden plus 5% jeweils. Und ein Erschauungsresistenz. Dann nehme ich jetzt mal die Rune und setze die in mein Schwert ein. Wir haben jetzt sicher eine Menge Platz im Inventar. Oh ja, haben wir jetzt erstmal genug. Wir können auch einen Punkt für ein Level abverteilen. Das würde ich mal kurz noch machen. Hier lese ich noch mal kurz was nach. Schaden gegen Necker. Die Frage ist, was sind Necker? Sind das Leichenfresser oder... So, wir haben jetzt die Magieausbildung, die Alchemie und den Schwertkampf neu freigeschaltet, indem wir hier noch einen Punkt verteilt haben. Hier ein Schwertkampf, was gibt es denn hier Schönes auf den ersten Stufen? Position.
Nächster Level. Geralt erleidet bei Angriffen von hinten nicht länger 200% Schaden, sondern 150. Er schaltet die Fähigkeit frei, Schläge des Gegners zu kontern. Distanz beim Ausweichen im Kampf plus 100%. Die Regeneration im Kampf plus 10%, das klingt eigentlich gut. Aber mehr 5% mehr Schaden klingt auch nicht schlecht. Eigentlich alles gut. Erstmal darauf, dass wir weniger Schaden von Angriffen von hinten bekommen. Weil das kann ziemlich böse enden. Hier gibt es noch Vitalität, das klingt auch nicht schlecht. Kann man die Tränke boosten. Hier die Zeichenstärke. Okay. Es gibt noch so viel zu machen hier. Ich hoffe, wir kriegen viele Level-Ups. Speichern. So, wir wollten ja eigentlich außerhalb uns des Stadttores ein bisschen bewegen, aber irgendwie. Was ist das, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Sind wir da schon wieder ein bisschen abgestorben? Hier ist noch ein neuer Händler. Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Ach, mit wem kann ich ja würfeln? Ja, dann würfeln wir doch mal eine Runde. Ey, dein König ist tot. Let's go. Lass würfeln. So, was haben wir? 3,5. Oh, herrlich. Er hat auch 3,2, ne? Könnte knapp werden. Aber wir haben gewonnen. Sehr schön. Und wie ist das Landleben? So, bei der Gelegenheit, was hat er denn so Schönes zum Verkaufen, der Kerl? Bieten von Mediete, das kennt man inzwischen. Diamantstaub, Wassersens und Amethyststaub. Gehärtetes Leder, Bietenlederöl, Tuch. Oh, der hat ein paar schöne Rezepte. Absurd Raffarz des Weisen, Schaden minus 30%. Erhöht die Vitalität, reduziert aber den Schaden. Donner, erhöht Schaden, reduziert Vitalität und Regeneration. Also das Gegenteil. Erpel, erhöht Regeneration, reduziert Schaden. Gift der Erhängten, erhöht Schaden gegen Mensch. Marivor, Wald. Roter Nebel. Binnenöl, Tiara. Okay, aber jetzt nicht das, was ich brauche. Du bist so jung und naiv. Binnen eines Jahres kommst du Holz. Zu ihm und dem gegenüber wollte ich aber noch mal unbedingt. Was kann ich für dich tun? Aber was letztens dann nachts, da war dann ein bisschen blöd gelaufen. Wieder Silbererz, soll ich das mal kaufen? Auf das Silbererz mal für alle Fälle. Hm.
gezackte Klinge wäre natürlich gar nicht schlecht. Inzwischen habe ich wahrscheinlich sogar die Zähne zusammen. Ärgere ich mich fast, dass ich gerade die Rune in das andere Schwert reingebaut habe. Aber wir kommen ja erstmal noch klar mit unserem Schwert. Hoffe ich zumindest. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied. Muss mal zu Cedric gehen, der hat bestimmt das Rezept für die Kartätsche. Verstarren macht mich kirre. Der ist gerade gar nicht hier oben. Oh, super. Geht mir Sei gut, vorsichtig hier, hier. Lass mal handeln, mein Freund. Ah, der verkauft sogar Kartätschen direkt. 5 Stück, aber ich würde lieber gleich das Rezept haben. Kostet 70, wie das kein Preis. Bauen wir uns gleich mal ein paar Kartätsche. Braucht Ulgur. Nee, braucht Vitriol. Nee, gar nicht. Braucht Rebis und Baelum. Baelum. Verstehe gerade das System ja noch nicht so genau. Enthält Vitriol, ja. Ach so, hier oben sind allgemein die Zutaten. Ich kann hier einstellen, welche Zutat ich benutzen möchte. Ich habe aber nur die Blumen dabei und da habe ich bei Vitriol nur die zur Auswahl. Und bei denen habe ich auch nichts anderes zur Auswahl scheinbar. Außer, keine Ahnung was das ist, Braunrübe und Ölkraut wahrscheinlich. Zaun rüber. Schellkraut. So, wir haben jetzt ein paar von diesen Bomben.
muss ich halt nur noch diese Nester finden. Irgendwo die Nester finden. Sehr gut. Ja, mal noch einen kleinen Spaziergang machen. Hexer, warum bleibst du nicht für immer bei uns im Binde? Ich weiß jetzt nicht, ob es da in der Höhle, wo wir vorhin die Necker getötet haben, ob es da auch etwas zum Kaputtbomben gibt. Hier rein. Ach nee, das war ja die Höhle von den Drogendealern hier oben. Wow. Alle Achtung. Hier war die Brücke. Der Schrein von Beopatis oder wie auch immer er hieß. Musik und dann ist kein Viech da. Wir haben wohl ein paar Bekanntschaften mit Square Tail gemacht, die Jungs. Oh, bin in Falle reingegangen. Sehr schlau von mir. Ja Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal den Sumpf hier an und den Wald. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wunderschön flauschig bleiben.